Lieber Yannick, wie geht es dir? Ja, mir geht es gut hier im Friedenscamp. Wo ist das Friedenscamp jetzt? Das ist hinterm Berliner Dom und die Straße heißt Am Lustgarten, Ecke Bodestraße. Und wie war dein Tag heute? Der war auch gut. Wir haben heute Kontakt zu Leuten von der Rainbow Family gehabt und dort vernetzungstechnisch gemeinsame Überlegungen gemacht, wie wir vielleicht auch zusammen was machen können mit dem Camp. Was ist denn die Rainbow Family? Die Rainbow Family ist ja so eine Art Hippie-Bewegung, die, wenn ich das richtig überblicke, schon seit den 70ern immer so monatliche Treffen irgendwo abgelegen in der Natur macht, wo die Menschen miteinander teilen, Workshops machen, in der Natur leben, singen, tanzen, Lagerfeuer machen und so. Genau. Ja, naturverbundenes Leben, Menschheitsfamilie ist bei denen auch ein Ideal sozusagen. Also alle sind Brüder und Schwestern. Das heißt, wenn die Polizei kommt zum Räumen, dann wird gesagt, welcome home und mach doch mit und so. Genau. Warst du schon mal bei denen? Ich war auch schon mal bei denen vor einigen Jahren. Ja, genau. Und jetzt hast du heute erst das Vernetzungstreffen gehabt? Ja, die sind hier zufällig zu uns gekommen und physisch, genau. Und da haben wir uns drüber ausgetauscht, ob wir hier zusammen auch Camp machen können. Also mit den Leuten auch von der Rainbow Family. Also die Rainbow Family ist auch jetzt irgendwie kürzlich in den Medien gewesen, ne? War das mit diesem im Harz, im Wald? Sind das die? Genau, die haben da ja im Harz irgendwie ein großes Rainbow Gathering gemacht und wurde dann natürlich dementsprechend staatlich beantwortet, weil das ja wohl irgendwie im offiziellen Naturschutzgebiet war. Aber ich finde, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, was gemacht wurde, weil Menschen, die brauchen einen Freiraum, um auch alternativ leben zu können. Und deren Motto war auch Weltfrieden, wie ich das gehört habe. Und insofern finde ich es eigentlich wichtig, dass solchen Initiativen auch mehr Freiraum seitens des Staates gegeben wird zum System alternativen Leben. Und da freue ich mich dementsprechend auch, wenn man sich mit solchen dann auch untereinander vernetzen kann, weil das ist ja eine größere Kraft, wenn wir gemeinsam zusammen für ein höheres gemeinschaftliches Ziel sind, sage ich mal, was eben menschheitsfamiliär gewaltlos ist. Und genau, da kann man immer schauen, dass man da alle Gemeinsamkeiten auch zusammentun kann. Ja, spannend. Und wie fandest du den Austausch mit der Rainbow Family heute Abend? Fand ich gut und interessant. Und wir haben auch einen interessanten Impuls hier für unser Camp bekommen, dass wir so ein bisschen die Zeitschriften und Flyer ein bisschen eher auch an die Seite stellen, dass die Leute nicht so abgespeist werden. Mit hier ist dann ein Flyer von irgendwelchen Leuten auch, die vielleicht selber gar nicht im Camp sind. Also wir wollen ja, sag ich mal, unsere gemeinsame Nennerbotschaft, die soll an erster Stelle stehen und nicht irgendwelche Flyer von irgendwelchen Einzelpersonen, die hier ihre Flyer abgeladen haben. Und deshalb haben wir das so ein bisschen auch neu strukturiert jetzt, dass der Flyertisch so ein bisschen an der Seite steht. Und jetzt vorne ist so ein kleiner Stuhlkreis mit so einer Klangschale, dass die Leute so eine liebevolle Einladung haben können, sich einfach hinzusetzen, ins Gespräch zu kommen. Genau. Und das Motto ist ja auch Friedenscamp und dann lautet das Motto, hier sollen alle mit allen friedlich und freundlich über alles sprechen können. Und du siehst dann auch eine Gefahr, dass vielleicht andere euer Camp instrumentalisieren oder davon Gebrauch machen, gar nicht hier sind und dann ihre private Botschaft da kommunizieren. Ja genau, also ganz krass wäre es jetzt, wenn jemand kommen würde, hätte ein riesiges Schild gemalt, auch mit seiner eigenen Webseite und irgendeinem Spruch, der wird das dann hier einfach außen anhängen wollen, so ganz frontal, ist selber aber gar nicht da. Also wir sollten natürlich schon überlegen, wie strukturieren wir das Camp so, dass nicht der eigentliche Sinn auch korrumpiert wird. Es sollen alle Meinungen gesagt werden können, auch hier im Camp und auch jeder sozusagen seine Botschaft hier verbreiten können, aber nicht so, dass sozusagen dadurch andere oder die Hauptbotschaft des friedlichen Camps dann dadurch verdeckt würde oder so. Und das ist eine Frage dann der Struktur, weil alle Meinungen zulassen und so, dass, dass die Meinung des Camps, hier sollen alle mit allen friedlich und freundlich über alles sprechen können, dass das nicht überhängt wird mit irgendwelchen Botschaften, wie hängt sie alle auf oder was es alles geben kann, so sage ich mal, sondern da können wir schon schauen, dass wir das gut strukturieren auch. Und eben war die Abendrunde um 19 Uhr?
Genau, um 19 Uhr haben wir jeden Tag Abendrunde, außer samstags, das ist 20.15 Uhr. Ja. Und da kam jetzt irgendwie eine Frau rein. Kannst du nochmal sagen, was das Problem war? Das Problem war, dass diese Frau nicht sozusagen dann in dem Gesprächskreis mit drin war. Also wir haben ja diesen Gesprächskreis und wenn dann Gäste dazukommen, dann sage ich zu den Gästen, wie ich auch zu dir gesagt habe, du kannst dich dazusetzen und zuhören oder auch gerne was sagen, was du ja auch gemacht hast. Und dann sage ich den Leuten, das wird aufgenommen und ins Internet gestellt. Und das schien sie nicht zu wollen, sondern sie wollte einfach so reden. Und das sprengt dann natürlich diesen Gesprächskreis, weshalb ich dann gesagt habe, ihr könnt gerne das machen, aber dann geht doch ein bisschen beiseite, damit wir den Gesprächskreis weitermachen. Und das wurde irgendwie nicht so richtig respektiert und dann war das natürlich schwierig. Und dann haben wir das aber so geregelt, dass ich mir ihre Telefonnummer abfotografiert habe und ich ihr gesagt habe, ich rufe dich dann auch nochmal an. Ne? Oder ich habe ihr auch gesagt, du kannst auch warten, bis der Gesprächskreis zu Ende ist oder selber auch teilnehmen. Genau, aber dass jetzt die Veranstaltungen nicht gesprengt werden durch Leute von außen. Aber die Leute von außen trotzdem genug sich aufgenommen fühlen können, dass sie jetzt hier auch mit teilnehmen können und auch reden können. Selbst wenn sie jetzt bei dem Gesprächskreis konkret nicht mitreden wollen zum Beispiel. Ja. Bist du jetzt Versammlungsleiter? Nee, also der Erich ist Versammlungsleiter. Und kommt ihr alle jetzt im Moment miteinander klar? Nehmt ihr Rücksicht aufeinander? Stellt ihr euch aufeinander ein? Ja, das läuft recht gut. Also wir haben so ein Kernteam hier vor Ort von 3-4 Leuten gerade. Und die Kommunikation ist der Lebensnerv im Camp. Also dass wir da gemeinsam miteinander sprechen. Wie regeln wir Sachen? Genau. Wer macht zum Beispiel die Nachtwache, also dass man dann schaut, dass man sich die Arbeit auch aufteilt, dass nicht einer dann umkippt, weil er zu viel Nachtwache macht, sondern dass man dann schaut, wie regeln wir das so gemeinsam, dass wir auch Nachtwache machen können und nicht einzelne Leute zu sehr überlastet werden oder so. Ist Nachtwache möglich, weil habt ihr Angst vor Kriminalität oder Angriffen? Also hier mitten in Berlin im Zentrum, wenn hier alle schlafen würden und hier stehen ja auch Sachen rum und so, abgesehen davon gibt es ja auch immer Leute, die vielleicht denken, wir wären jetzt irgendwie rechts oder so. Ne? Es gibt ja Leute, die denken irgendwie, wir wären irgendwie rechts. Was ja in dem Sinne nicht stimmt. Wir sind offen für alle Menschen. Ne? Also wir sind nicht eine extremistische Richtung oder so, sondern wir sind offen für alle Menschen und laden alle Menschen ein. Aber allein das kann schon Leute irgendwie so antriggern, dass sie dann irgendwie eine Wut vielleicht auch bekommen, dass wir mit allen sprechen oder so. Ne? Und deshalb ist es natürlich gut, so ein bisschen hier auch aufzupassen auf das Camp, dass hier nicht irgendeiner Quatsch macht oder jemand was klaut. Das muss noch nicht mal politisch motiviert sein oder so. Das können auch irgendwelche Leute sein, die einfach was klauen, die einfach Pfandflaschen klauen oder was aus der Küche klauen oder so. Wir sind hier mitten in Berlin und da kann sowas schon vorkommen halt. Ne? So. Aber warum denken die Gegner, dass ihr recht seid? Ich glaube, das ist so ein Muster, was schon mit Corona begann. Also, dass diese ganzen Systemkritik-Proteste, die seit 2020 ja scheinbar auch vermehrt dann aufgetreten sind, dass die oft in die rechte Ecke gestellt wurden oder da mit kontaktschuldmäßiger Schlechtmacherei gearbeitet wurde. Natürlich ist es so, dass auch auf Querdenker-Demonstrationen bestimmt Leute auch waren, die vielleicht sogar auch teilweise nationalistisch etwas sind. Aber dann sozusagen muss man natürlich differenzieren. Querdenken selber ist gegen Rassismus und gegen Antisemitismus. Also jetzt muss ich mal überlegen, dass ich nichts Falsches sage. Hoffen wir mal, ne? Genau, ja. Also gegen Antisemitismus, das steht auch in deren Manifest. Und da muss man, finde ich, differenzieren. Und diese Aufgabe des Differenzierens wird, denke ich, nicht gut genug gemacht. Also es werden Menschen einfach dann in eine mit Leuten in einen Topf geworfen, was sie gar nicht sind. Und das ist eine unfaire Art von Schlechtmacherei oder auch Kontaktschuld, die, sag ich mal, einfach nicht der Realität entspricht auch. Also ich zum Beispiel, ich spreche mit allen. Ich spreche auch mit Linksextremen, ich spreche auch mit Rechtsextremen, ich spreche mit allen. Und ich bin gegen Extremismus. Ich bin gegen Gewalt, gegen Linksextremismus, gegen Rechtsextremismus bin ich gegen.
Und ich finde aber, wir müssen mit allen sprechen, damit wir gemeinsame Nenner finden können und wir uns für Menschheitsfamilie einsetzen können. Um eben diesen ganzen Rassismus, Faschismus, was auch immer es für Richtungen gibt, um das überwinden zu können, müssen wir mit allen sprechen und dann gemeinsame Nenner auch finden zum Wohle aller. Genau, und wenn wir aber schon von Anfang an sagen, ja, mit denen rede ich nicht, dann leiste ich diese Friedensarbeit nicht, sondern erzeuge eher noch die Spaltung dadurch auch. Sag ich mal. Deshalb ist es so wichtig, dass wir miteinander sprechen. Und waren die Wahlen jetzt in Thüringen und Sachsen Thema hier bei euch im Camp? Nee, höchstens so ein bisschen am Rande vielleicht. Also ich habe mir das selber halt angeschaut und finde es jetzt schon auch interessant. Ich muss dazu sagen, also ich würde die AfD nicht wählen, weil es ist eine kapitalistische Partei, auch wenn teilweise die Argumente, auch wenn sie teilweise bessere Argumente haben als der Mainstream, zum Beispiel siehe Corona. Es war die einzige Partei, die sich gegen diesen Corona-Irrsinn da gestellt hat und da auch eine, ich weiß nicht, ob das eine Untersuchungskommission war oder Aufarbeitung gefordert hat, sag ich mal. Und das ist ja schon ziemlich bezeichnend, dass sich da wirklich die anderen Mainstream-Parteien da irgendwie nicht drum kümmern wollen. Aber ich würde jetzt nicht die AfD wählen oder so, weil es ist grundsätzlich verkehrt, eine neokapitalistische Partei, die nicht wirklich, sag ich mal, einen vernünftigen Systemchange mit Verantwortungskultur propagiert, sag ich mal, das wäre für mich halt nichts. So, ne? Bist du für eine Vermögenssteuer von 100% ab einem Einkommen von 230.000 Euro? Ich bin generell gegen Geld. Also ich lebe selber völlig ohne Geld seit 2 Jahren. Ich habe auch kein Bankkonto, ich kriege auch nichts vom Staat. Natürlich gibt es innerhalb des Geldsystems Entwicklungen, die besser sind als vorher. Ne? Also da gibt es ja auch relative Fortschritte auch noch innerhalb des Geldsystems. Ich lehne aber das Geldsystem grundsätzlich komplett auch ab. Also als anarchistische Einstellung, sage ich mal. Ich lehne auch den Staat ab. Als ein mit dem Kapitalismus verbundener Mechanismus, der die Menschen knechtet und ausbeutet und in fremdbestimmte Herrschaft packt. Aber da drin kann es natürlich vielleicht auch relative Fortschritte geben. Also wenn jetzt zum Beispiel innerhalb des Kapitalismus dann den Reichen mehr, die Reichen jetzt nicht so viel reicher werden wie die Armen, sondern es sich vielleicht ein bisschen mehr ausgleicht, wäre das natürlich besser, als wenn es nicht so wäre. Auch wenn natürlich dieser kapitalistische Rahmen auch grundsätzlich verkehrt ist eigentlich und wir einen kompletten Systemchange meiner Meinung nach bräuchten. Sind auch Obdachlose in eurem Friedenscamp willkommen? Ja, hier sind alle willkommen. Jeder, der bei diesem Friedenscamp mitmachen möchte, kann hier mitmachen und auch mitzelten und hier mit reinwachsen, auch in das Team. So, und dabei ist halt, wie gesagt, Kommunikation der Schlüssel, damit wir einander sehen, damit wir einander kennenlernen können und dann auch gemeinsam planen können. Ich würde jetzt auch keinen, der obdachlos ist, hier abweisen. Nee, also wir würden, wenn Leute zu chaotisch oder gewalttätig oder zu drogenabhängig sind, könnten wir sagen, dass wir die an einen anderen Camp-Standort schicken und dort auch nebenbei betreuen. Also wenn ich jetzt hier jemanden hätte, der so sehr vielleicht auch eine Gewaltproblematik hat, dass das hier das Camp zu sehr gefährdet, dann würde ich sagen, dass ich mit diesen Menschen an einen anderen Camp-Standort gehe, da in Karlshorst bei mir, und den dann nebenbei betreue, weil ich finde es wichtig, dass auch, sage ich mal, Leute, die abgerutscht sind, nicht einfach weggeschickt werden, sondern dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, beim Camp mitzumachen. Also du gibst auch jedem eine Chance. Ja, genau. Das ist mir ganz wichtig. Finde ich menschlich sehr korrekt, sehr beeindruckend, toll. Würdest du dich wirklich so auch um jemanden kümmern, ja? Ja, das muss ich, das gehört einfach dazu für mich. Das ist mein Gewissen würde rebellieren, wenn ich es nicht machen würde. So, oder beziehungsweise es ist einfach mein Verständnis von Menschlichkeit und Menschheitsfamilie. Und wie lange bleibt das Camp hier noch? Naja, die Camp-Idee ist so, dass es nicht mehr aufhört, bis wir Frieden auf der Welt haben. Mhm. Das heißt, das Motto von 2020 gilt weiterhin, wir sind gekommen, um zu bleiben, bis es eine Lösung gibt. Und wir wollen die Lösung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Also bis zum Frieden. Genau. Wann immer das sein mag, hoffentlich bald. Genau, also je mehr wir alle mit einsteigen, desto schneller können wir vielleicht auch da vorankommen, sag ich mal. Und ja, genau. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mich noch dazwischen geschoben hast. Du hast ja Orga und Konzepte und alles. Ne?
Jo, ist ja gerne. Echt beschäftigt. Ja, aber mache ich gerne und ich danke dir auch, dass du da, sag ich mal, so die Infos hier auch aus dem Camp auf deinen Kanal ja auch teilst, wie du es schon gemacht hast. Also dafür auch vielen Dank dir, Martin. Das mache ich sehr gerne und euch alles Gute. Möge der Frieden bald kommen. Ja, danke schön. Danke. Wünsche ich uns allen.